Auf der CES 2012 hat Nokia dieses Telefon vorgestellt. Das ist die größere Version vom Nokia Lumia 800. Dieses Telefon heißt Nokia Lumia 900 und kommt vorerst nur zu AT&T in Amerika. Wie ist der Unterschied? Wir haben beide Telefone vor uns. 3,7 Zoll WVGA-Anzeige, 4,3 Zoll WVGA-Anzeige. Der einzige Unterschied ist weiterhin, dass wir hier ein gekurftes Glas haben. Da sieht man das vielleicht sehr deutlich an den Ecken. Und hier haben wir ein wirklich sehr gerades Glas. Also es ist ziemlich ebenig und das geht in das Gehäuse rein. So, man sieht das vielleicht etwas schwierig. Es ist ein Prototyp, deswegen dürfen wir das nicht sich so groß vorführen. Aber ich zeige dir das mal von allen Seiten. Also Corning Gorilla Glas, 4,3 Zoll WVGA-Anzeige, typische Windows Phone OS-Tasten. Eine vordere Kamera haben wir endlich vor uns. 1 Megapixel, 1280 x 720 Pixel mit einer Blende von f2.4. Das ist die vordere Seite. Die rechte Seite sieht so aus. Laut und leise Wippe. Wir haben eine An- und Aus-Taste, Sleep- und Wake-Taste und natürlich die Kamerataste. Fußseite, Grill und Mikrofon in einem. Die linke Seite ist ganz solide gehalten, ganz einfach gehalten, keine Belegungen meine ich. Auf der Kopfseite Mikro-USB-Anschluss, natürlich zweites Mikrofon für Geräuschunterdrückung und 3,5 mm Headset-Anschluss. Auf der Rückseite haben wir eine 8 Megapixel Fotokamera mit einer Blende von f2.2, also wirklich eine Kamera, die ziemlich viel Licht durchlässt. Also sollten von der Theorie her ziemlich gute Bilder werden. Natürlich mit Optik von Carl Zeiss. Schalte das Telefon einmal ein. Von der Konfiguration dasselbe, 1,4 GHz Single Core Windows Phone OS 7.5 und wie wir sehen, das Nokia Lumia 900 gibt es vorerst nur für AT&T in Amerika. In Europa oder für Europa wurde es noch nicht bekannt gegeben. Ich zeige euch mal hier, wir haben die Kamera, ich zeige euch am besten mal die Kamera, denn das ist ein Prototyp, ich darf es nicht so großartig vorführen. Also 4 Sekunden lang auf die Kamera halten, dann starten wir die Foto-Applikation. So, da seht ihr zum Beispiel die Möglichkeiten, 8 Megapixel, 3 Megapixel, 7 Megapixel und 2 Megapixel. Ich mache mal jetzt ein Bild. Es kann sein, dass es sich etwas unterscheidet von sich dem Normalen, was wir normalerweise kennen. Also, wie ihr seht, ganz normal, ganz einfach, ein Bild geschossen und schon haben wir das Bild vor uns. Das ist das Nokia Lumia 900, welches heute vorgestellt worden ist.